gerade machen oder wo wir gerade sind? Jetzt gerade sind wir im Bus und fahren jetzt Richtung Cordoba City, oder? Genau. Ja, Richtung Cordoba City. Und haben dann unser Sprachseminar. Freuen wir uns darauf? Ja! Ja. Danke. Ja. Okay, also. Ich merke schon, ob hier jetzt auch irgendeine enthusiastische Art gefragt wird, passiert dann immer. Das war schon mal so vorgestern oder so. Wir sind in Cordoba. Also wir freuen uns. Wir freuen uns sehr, sehr arg auf den Sprachkurs. Ab nach Cordoba. Hi. Wir sind jetzt in Cordoba. Wir haben jetzt dann gleich einen Tango-Kurs. Da werde ich auch wahrscheinlich lustige Videoaufnahmen machen können. Du sollst tanzen und keine Videoaufnahmen. Und genau, wir haben uns jetzt gedacht, wir laufen mal hier noch so ein bisschen durch die Straßen von Cordoba. Wir waren gerade noch so auf einem Markt, auf einem coolen. Ja, es ist alles, also das Straßenbild ist sehr, ja, anders als in Deutschland. Genau, wir haben gerade schon gesehen, wie ein Auto abgeschleppt wurde und der Abschlepphaken, weil er so mangelhaft befestigt war, einfach abgeflogen ist. Also es ist alles hier sehr abenteuerlich. Genau, aber es macht super viel Spaß. Genau, jetzt bin ich gespannt, was uns der Tag noch so bringt. Wir suchen jetzt gerade einen Supermercado, also einen Supermarkt. Aber es ist gerade Siesta, das heißt, es wird wahrscheinlich keiner offen haben. Aber wir haben schon ein paar Leute gefragt und so, ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Yeah, wir haben jetzt auch einen Laden gefunden, der offen hat, weil die Siestas, die sind hier sehr sporadisch. Dreimal nachgefragt, aber wir haben es verstanden und wir sind angekommen. Genau, sicher. Ja. Ich würde uns schon als Argentinienmeister bezeichnen. Einheimische. Richtig. So sieht's aus. Ein Tag hier und schon. Ja. Also, erste Fahrt im Taxi. Tim, wo geht's hin? Oh, du, zu einem Platz, aber ich vergesse wieder. Plaza San Martin. San Martin. Ja, genau so. Und da wird Tango getanzt, genau. Wir machen den Tango-Tour, Tango-Kurs, genau. Okay. Ich glaube, das dauert nicht so lange. Ich kann nicht tanzen. Ich kann gar nicht tanzen. Das ist eine totale Katastrophe. Ein paar Tanz finde ich auch gar nicht lustig. Nee, macht überhaupt keinen Spaß. Ich bin gerade im absoluten Bockstark-Hype. Ich habe gerade das erste Video hochgeladen und es sprengt die Decke. Es hat vier Aufrufe. Es hat vier Aufrufe. Und wir tanzen jetzt Tango. Das ist super lustig. Kann ich euch mal filmen? Ja. Now it's forbidden to give step by side, okay? Only two in front, the boy and the girl, only two behind, okay? Sí, muy bien. Mein Freiwilligenjahr finanziert sich nämlich nicht von selbst. Ich habe einige Spenden einzubringen und bin da gerade eben noch am Spenden sammeln. Jetzt wäre meine Bitte an dich, dass du mich vielleicht mit einem kleinen Betrag unterstützt. Meine Kontoverbindung findest du unten in der Videobeschreibung.
Jetzt sind wir aber tatsächlich am Ende des Videos angekommen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und schalte das nächste Mal auch ein. Ciao!